Ich hab's mal geschafft, aber heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Was geht denn jetzt ab bei denen? Ich war so froh, dass ich es mal geschafft hatte, das Ding da umzunocken. Scheiß Timing-Sequenz hier, ey. Danach lass es bitte beendet sein. Ich kann den Frust nicht mehr ab hier. Ich könnte nicht mehr auf diese Viecherjacke. Vergiss es, ey. Ja, ich würde das ja noch hinkriegen, aber nein. So übertrieben muss man das nicht machen. Ich sag ja, so kann man Spielzeit auch frustrierend in die Länge ziehen. Ey! Warum hat Raymond denn diese Mistkreissäge berührt? Ja, jetzt habe ich auch noch den Anfangspunkt verkackt. Ey! Das ist nicht mehr lustig. Ey, was ist denn jetzt auf einmal los? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch! Fick dich doch, Spiel! Scheiß. Ja, und jetzt das wieder. Wenigstens. Da. Alter! Wow, 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 wow. Chill. Was? Nein! Nein! Da wär's weitergegangen! Ey, das gibt's doch nicht! Frustrierender Mistscheiß. Ja,
Ja, genau. Lauf, 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 lauf. Mach keinen Scheiß, Raymond. Wo hat er denn losgelassen? Es gibt's doch ein Moment. Das war jetzt ein Witz. Lass doch ja nicht los. Wenn mir dieser Sprung gelingt, dann kackt er da unten immer ab. Okay, das ist auch wieder so ein Mist. Wie soll denn dieser Sprung funktionieren, wenn er da nicht mitgeht? Oh, was ist denn das für ein Bockmist? Passiert das wieder? Prallt der denn da ab? Toll. Viel verkaufen. Ich dachte, mein Jump'n'Run-Spiel soll Spaß machen. Was geht? Was war das denn bitte? Wieso ist er denn jetzt an der Stelle stehen geblieben? Das gibt's doch nicht.
Jetzt aber. Wehe. Ja! Ja, in dein Face! Alter! Bosskampf, ne? Die feige Sau haut ab. Diese feige Sau. Naja, wieder so ein Fluglevel. Das haben sie ja geliebt hier. Jetzt muss ich auch noch ein Level spielen bis dahin. What the fuck, man, Alter. Seriously, spiel. Du reizt echt meine Geduld. Ja! Solche Viecher wieder, auch immer diese Viecher. Die Kanonen hier, die fucken aber auch ab. Nein! Okay. Hier starten? Da war ich zwar nicht, aber auch. Das wäre der nächste Abschnitt gewesen, ne? Ich bin also kurz beim Checkpoint. Was? Scheiße! Was? Mich hat dieser Eiswürfel genatzt. Es ist nämlich nicht ganz so frustrierend wie eben der Vorderabschnitt. Ich will ja nicht den Tag vom Abend loben. Zeit für Looms hätte. Oh, ihr seid so, ne? Dann wird's gehen. Also das Tempo nimmt hier aber gerade gefährlich zu, ne? So ein Herz. Natürlich nicht. Boss. Ah, doch. Okay. Boss, ne? Das ist jetzt der letzte Boss. Holy, wo kam ich denn her? Alter! Macht diese Mine nicht kaputt, wenn es sich vermeidet. Holy shit! Holy shit! Jetzt, nein! Von so zu runter. Was war denn das für ein Geräusch? What the fuck?
wieder da, wo wir am Anfang waren. Heißt es, ich bin durch? Das ist tatsächlich. Das war's. Na, da ist jetzt kein Woody-G-Woody-G-Man, ne? Ja, tatsächlich, wir sind durch. Okay. Oh, dieses Kiefer liebt ihr. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten von diesem Let's Play. Ebenso geht Dank raus an Etigel und Super Flash Crash. Bei SFC könnt ihr gerne auf dem Kanal vorbeischauen. Ed hat ja seinen leider gelöscht. Hat auch gehört. Ja! War trotz meiner Frustmomente gegen Ende hin eigentlich doch ein sehr amüsantes und spaßiges Spiel. Wobei ich muss schon sagen, Rayman Legend hat schon die Nase vorne im direkten Vergleich. Also wenn man es über eine Version spielt, die mit Touchpad-Eingabe funktioniert. Rayman Legends machen wir wahrscheinlich auch irgendwann mal. Aber erstmal in absehbarer Zeit nicht geplant. Nachfolgeprojekt von dem hier. Das ist dann vielleicht auch für die interessant, die später mal auf meinen Kanal stoßen und dieses Projekt hier finden. Ist Diddy Kong Racing? Startet spätestens 5 bis 6 Tage, nachdem dieses Video hier hochgeladen wurde. Aller Voraussicht nach, ich kann keine Garantie geben. Es kann immer mal wieder was dazwischen kommen im Real Life. Aber dennoch, Nachfolgeprojekt ist Diddy Kong Racing, wenn ich den Upload-Rahmen nicht einhalte. Shit happens, that's life, ne? Aber dir geht's. Ja, auf jeden Fall, also von Anfang her so eigentlich ganz gut, ganz lustig auch. Die Engine, das war ja auch extra, glaube ich, für dieses Spiel entwickelt worden, wurde dann in Child of Light verwendet von Ubisoft. Hat auf jeden Fall sehr Laune gemacht, auch wenn es eine ein oder andere frustrierende Stelle hatte. Ich spreche mal eine Empfehlung aus. Ein sehr gutes Rayman Origins LP, was ich gesehen habe, auch wenn dieser Let's Player mehr oder weniger auch aufgehört hat mittlerweile, habe ich beim Table Tennis Gamer gesehen. Das ist ein alter Kollege, wir kannten uns schon aus den Anfangszeiten, ich war da einfach mit YouTube 2010 herum. Ob er mich noch kennt, weiß ich nicht, der Kontakt hielt nämlich nur so ein halbes Jahr oder so. Dennoch, ich empfehle seine Version zu schauen, auch wenn ihr einen 100% Run haben wollt. Der hat alles gemacht, der hat auch die Secret World gemacht mit dem Todesabschnitt. Aber ich plädiere ja dafür, dass wir den eigentlichen Experten für Rayman spielen dazu verpflichten müssten, das hier mal zu LPen, und das wäre Steve Radius. Deswegen geht ihr auf seinen Kanal und schreibt: Steve, du alter Nackebockwurst-Hamster, du machst jetzt Rayman Origins. Ich lasse schon ein bisschen damit im Abspann, vielleicht kommt noch was im Anschluss danach. Ansonsten bin ich hier raus. Bis denn, Leute.
Und so endet ein sehr lustiges, durchgedrehtes Spiel von mir, Projekt von mir. War gegen Ende etwas doch frustrierend, aber immerhin habe ich es jetzt durch. Nächstes Jump'n'Run steht auch in den Startlöchern, allerdings werde ich vielleicht erst einmal Diddy Kong Racing 200% Run machen oder wir machen das Jump'n'Run. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Momentan erstmal eine kleine Pause. Wir reduzieren erstmal die Projektanzahl, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Okay, bis dahin. Vielen Dank fürs Kommentieren, Bewerten und Zuschauen. Freut euch drauf und ich bin hier raus. Peace out.